Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute, am letzten Donnerstag des Aprils, gibt es endlich mal wieder einen Hörgenuss von mir. Der ist in den letzten 2 Monaten, glaube ich, so ein bisschen ausgefallen, weil es gefühlt einfach keinen so richtigen Hörgenuss gegeben hat. Und wenn, dann waren es meistens Rereads, die eben gehört wurden, weil sie ein Highlight sind und hier auch schon besprochen wurden, beziehungsweise vielleicht auch Fortsetzungen, wo ich schon von ersten Teilen geschwärmt habe. Ja, der Hörgenuss ist natürlich nicht immer nur in Verbindung mit dem Hören eine Buchempfehlung oder eine Hörempfehlung, sondern in der Regel gibt es die Bücher auch als echte Bücher. Ich packe meins von diesem Monat auf jeden Fall unten in die Infobox. Ich verlinke auch alle Mädels von der Stammcrew und bin sehr gespannt, was uns heute ein bisschen in der Abo-Liste erwarten wird. Ja, heute möchte ich euch Scheiß auf die Glücksfee, ich mach das jetzt selbst, von Claudia Engel vorstellen. Claudia Engel ist wohl relativ bekannt mit ihren Programmen, also was das Manifestieren zum Beispiel angeht. Sie hat einen YouTube-Kanal, sie hat einen Podcast, sie hat auch jetzt zu diesem Buch ein Journal schon geschrieben und ist veröffentlicht, wird veröffentlicht. Es gibt auch Seminare, es gibt Arbeitsjournale und ja, allerhand Dinge. Ich bin auf dieses Hörbuch aufmerksam geworden, weil eine Freundin von mir ja, davon geschwärmt hat, dass das ganz neue Impulse hat und auch mit ihr im Kopf etwas verändert gemacht hat. Und ich bin jetzt dem Manifestieren nicht so fremd. Ich habe vor Jahren, also da werden 10 Jahre gar nicht reichen, auch The Secret gelesen und fand viele der Ansätze darin sehr gut. Ich war nur nicht ganz so Fan von diesen übersinnlichen, diesen extrem spirituellen, sondern ich habe es gern so ein bisschen bodenständiger und auch umsetzbarer. Und das wurde mir hier so ein bisschen von Claudia Engel versprochen. Es geht hier also in diesem Hörbuch oder auch im klassischen Buch um das Manifestieren. Was ist das? Was sind die Grundprinzipien? Wie funktioniert so ein bisschen das Unterbewusstsein versus des Universums? Was ist da so ein bisschen für eine Schwingung in einem, im Kopf, im Bewusstsein, im Unterbewusstsein, wenn man eben damit beginnt. Sie erzählt uns zum Beispiel auch über die Probleme der Verneinung, also dass ein Ich möchte keinen Schnee, dieses Kein oder Ich möchte nicht krank sein, eben nicht im Grunde interpretiert werden kann, sondern im Grunde man dann immer dieses Krank im Kopf hat oder den Schnee, was einen nerven kann, da bin ich absolut dabei. Sondern, dass man eben Gedanken immer positiv formuliert. Also ich möchte alles dafür tun, um gesund zu sein, um gesund zu leben, um mich gut zu fühlen. Man sollte das natürlich für sich selbst formulieren, aber dass man eben ein Gefühl bekommt, was eben ein Nein zum Beispiel auch irgendwie aussagt. Es geht auch so ein bisschen um den Autopiloten, also das Unterbewusstsein, was da so ein bisschen in unserem Kopf passiert, was wir gar nicht wahrnehmen. Es geht um den Engelskreis, der sich jetzt viel spiritueller anhört, als er es tatsächlich ist. Es geht auch um erlernte Glaubenssätze aus der Kindheit, aus der Jugend, wie man die erkennt, wie man die nach oben holt, wie man auch so etwas auflösen kann. Denn wenn man zum Beispiel falsche oder ja, nicht schöne Glaubenssätze in Bezug auf Geld bekommen hat. Und das muss man natürlich erstmal erkennen, dass man so agiert, weil eben ein Glaubenssatz aus der Kindheit dahinter steht, was einem irgendwer, in der Regel Eltern, Familie, irgendwie vorgelebt haben. Und wenn man erkannt hat, dass man hier einem falschen Glaubenssatz hinterhergeht oder der eben nicht zum eigenen Leben passt, dass man den dann eben auch auflöst und entgegensteuert und dass man sich eben Unterbewusstes auch bewusst macht. Natürlich geht sie auch auf das Thema Zweifel um und Ungeduld und ja, wie man im Grunde damit so ein bisschen umgehen kann, dass das wirklich auch eine Challenge, eine Aufgabe, eine Herausforderung für einen selbst ist, dass man Dinge auch einfach mal annehmen muss, wenn sie denn dann passieren und dass man eben nicht zu ungeduldig ist, denn irgendwann und in der Regel gar nicht so lange ergeben sich eben viele Dinge, die dann auch dahin führen. Was ich super spannend fand, war wirklich in dem Buch nicht nur diese Leichtigkeit, dieses Flüssige, dieses Moderne, dieses auch mal mit dem Finger so in die Wunde gehen, das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich fand die Impulse mal neu, mal andersartig, mal mit einem anderen Blickwinkel, das hat mir richtig gut gefallen, dass ich auch, obwohl ich schon ein bisschen was dazu weiß, einfach neue Perspektiven bekomme, Blickwinkel, Tipps, Beispiele, Möglichkeiten, wo man einfach sagt, geh doch einfach mal diesen Weg, wenn es mit dem anderen zum Beispiel noch nicht funktioniert hat. Dementsprechend war ich hier wirklich sehr gespannt, sehr neugierig und mir hat das Hörbuch so gut gefallen, dass ich es mir dann auch als haptisches Buch bestellt habe. Es ist nur aktuell noch nicht da, wird aber
im April auf jeden Fall noch bei mir einziehen. Und ich fand auch ganz schön so den Gedanken des Konfettis im Alltag, dass man eben viel zu wenig feiert, dass man viel mehr feiern müsste und Konfetti streut und dass man eigentlich diesen Konfettistreuer immer bei sich tragen müsste und diese Momente einfach wertschätzt. Das mache ich zum Beispiel ja sehr gerne auch täglich mit einem Dankbarkeitstagebuch, wo ich wirklich jeden Abend mit wenigen Ausnahmen mich hinsetze und 3-4 Dinge aufschreibe, für die ich dankbar bin, über die ich froh war an diesem Tag. Und auch das ist zum Beispiel ein Thema, was Claudia Engel anspricht, wie man eben auch einfach so in dieses Gefühl von Glück und Freude und ja, dass es einem gut geht, das Wohlergehen, die Dankbarkeit, das eben aufschreiben, in diesem Fall zum Beispiel auch wirklich ein guter Tipp ist. Ich habe schon des Öfteren sehr gute Erfolge erzielt, tatsächlich mit Parkplätzen. Also das funktioniert, ich sag mal, in 90% der Fälle funktioniert das mit der Parkplatzsuche und dass der genau da frei ist, wo ich ihn brauche, sehr gut. Bei den anderen 10%, glaube ich, bin ich manchmal selbst schuld. Ich müsste einfach nochmal eine Runde drehen, dann wäre er wahrscheinlich tatsächlich auch frei, aber da kommt dann die Ungeduld so ein bisschen durch. Man kann mit einigen Dingen Erfolge erzielen. Und neben den Parkplätzen gab es in meiner Vergangenheit auch so 2-3 andere Dinge, die aber jetzt einfach zu privat sind, wo ich auch gemerkt habe, dass durch mein Gefühl, dieses in Fülle kommen, in den Flow, in diese gute Schwingung, dass sich da tatsächlich auch nicht nur was im Innern, sondern auch im Außen verändert hat. Und dementsprechend freue ich mich so ein bisschen mit diesen neuen Ansätzen von Claudia Engel, da auch einfach nochmal wieder in dieses Thema reinzukommen, ein bisschen fixierter vielleicht sogar zu sein und gleichzeitig das ein bisschen lockerer zu sehen, wenn ich es denn mache. Also von daher, ich fand das wirklich sehr inspirierend. Das ja, fand ich wirklich richtig toll. Nicht nur die Parkplätze, sondern auch wenn es zum Beispiel ums Einkaufen geht oder Ähnlichem. Ich mochte auch die Art von Claudia Engel einfach sehr gerne. Sie ist nicht von oben herab. Sie klingt nicht so, wie wenn sie einem irgendwas verkaufen möchte, obwohl sie natürlich auch Kurse in verschiedenen Richtungen anbietet. Aber das kommt in dem Buch, in dem Hörbuch überhaupt nicht zur Sprache. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Also es wird nicht ständig auf irgendeinen Kurs verwiesen oder mache erst 5 Seminare, dann bist du soweit, sondern es ist sehr locker, es ist sehr leicht, es ist sehr intuitiv und sie bringt es einfach wirklich in einer wunderbaren Art rüber, sodass man sich einfach zurücklehnt, zuhört, nachdenkt. Ich habe mir auch Stichpunkte ein bisschen aufgeschrieben und freue mich jetzt eben bald das haptische Buch in der Hand zu haben, um einfach auch Markierungen zu machen. Und das Schöne ist halt, wenn eine Autorin auch selbst einfach ihr Buch liest, zumindest finde ich, klappt das bei Sachbüchern immer relativ gut, dass man so auch ihre Euphorie so richtig mitmerkt. Also ich glaube, würde ich dieses Buch vorlesen als Sprecher, wäre so diese Euphorie, diese Überzeugung vielleicht gar nicht so spürbar, wie es eben ist, wenn die Autorin selbst ihre Gedanken, ihre Erfahrungen damit hereinbringen. Und sie hat auch sehr viele Erfahrungen und bringt viele Dinge mit, die ihr eben im Leben durch diese Veränderungen, durch das Manifestieren passiert sind. Für mich wirklich ein Game Changer, wie man so schön sagt, einfach mal das Manifestieren wieder von einer anderen Seite zu sehen, mit anderen Impulsen, anderen Tipps, anderen Herangehensweisen. Und die ein oder andere wird, denke ich, auf jeden Fall funktionieren, wird von mir auch angegangen. Das Erste, was ich geändert habe, war der Bildschirmhintergrund an meinem PC. Habe ich sehr schön gestaltet. Werde ich mir, glaube ich, auch nochmal in klein irgendwie ausdrucken, vielleicht für den Geldbeutel. Weil ich glaube, das wirklich, was man immer sieht, worin man sich immer wieder einfühlt, und jetzt kann man wahrscheinlich 3-mal raten, was auf diesem Bildschirmhintergrund steht oder sein wird. Hat irgendwas mit Meer und Urlaub und so zu tun. Also irgendwann der Strandtester, für den ich mich bereit fühle und den ich jetzt mal manifestieren werde. Werden wir mal schauen, ob das klappt. Aber ja, schon hier wieder, ne? Aber ich glaube, man sollte sich ja nicht irgendwie eingrenzen oder selbst begrenzen. Aber manche Träume sind natürlich einfach realistischer als andere. Sind wir mal ganz ehrlich. Aber ich kann dieses Buch wirklich nur jedem empfehlen, der sich irgendwie mal mit dem Thema Manifestieren im Grunde beschäftigen möchte, der da Impulse sucht. Ihr könnt vielleicht auch einfach erstmal in den Podcast von Claudia Engel mit reinhören oder auch einfach mal auf YouTube sind die, glaube ich, auch mit Video irgendwie hochgeladen. Also wenn euch das Thema erstmal so ein bisschen interessiert, schaut, ob ihr mit ihrer Art zurechtkommt, mit dieser lockeren, vielleicht auch manchmal so ein bisschen überschwänglichen Art. Aber mir hat das wirklich gut gefallen und für mich war das wirklich mal seit langer Zeit wieder ein Sachbuch, was mich wirklich mitgenommen hat, mitgerissen hat, begeistert hat und wirklich ganz viel in mir angeknipselt sozusagen hat. Und vielleicht ist das ja bei euch dann auch irgendwie möglich.
Und das war jetzt schon der Hörgenuss des Monats April. Ich bin sehr gespannt, was ihr so zu meiner Vorstellung sagt, ob ihr euch mit dem Thema Manifestieren schon mal beschäftigt habt, was vielleicht euer Hörbuch-Highlight der letzten Woche war. Lasst mich das sehr gerne in den Kommentaren wissen. Schaut auch gerne mal in die Infobox, da findet ihr die anderen Mädels. Und ich freue mich jetzt auf meine Abo-Liste, die hoffentlich schön gefüllt ist und ich auch ein bisschen was zum Anschauen habe. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.